Hallo und herzlich willkommen zu The New Fortnite 3. Hier ist Steven mit Let's Play Dynasty Warriors 7 Part 18. Und ja, ich durchsuche hier gerade mal nochmal alles, weil ja da oben der Endgegner nicht platt zu machen ist. Also ich habe jetzt vielleicht, ja, die eine Vermutung wäre halt noch, da unten dieses eine Lager einzunehmen, weil das dann irgendwie gut ist. Probieren wir es einfach mal aus. Ansonsten muss ich mir nochmal was anderes überlegen. Vielleicht ist es auch irgendwas total Simples, was ich übersehen habe oder so. Das kann natürlich auch sein. Aber wir gucken einfach mal. Das wäre jetzt erstmal meine Theorie, dieses gedönse Lager da platt zu machen. Und vielleicht kriegen die da irgendeinen komischen Zauber oder sonst irgendwas. Wir warten einfach mal ab. So. Hallo Freunde, hier bin ich. So, willkommen im Club. Ich hab keine Lust auf euch. Macht's gut, meine Freunde. Metzeln wir uns wieder ein wenig durch. Aua. Alter. Ja, bist du jetzt tot? Okay. Hat uns jetzt aber auch nichts gebracht, oder? Es hat uns auch nichts gebracht! Verdammt! Okay. Das ist ja schon wieder äußerst mysteriös. Sag ich mal so. Warum ist das so? Ich bin gerade am überlegen, wo könnte ich jetzt hin, wo könnte hier irgendwas sein, damit der Knilch hier tot zu machen ist. Das einzige, wo ich halt noch nicht war, ist halt da oben, aber ob ich da was finde, weiß ich ja nicht. Gucken einfach mal. Ich meine, wir haben ja Zeit dieses Mal. Ist ja alles cool, alles cool. Nur das ist trotzdem irgendwie ist das witzig. Guck, weil die spawnen immer direkt irgendwie hinter mir, die Gegner. Vielleicht gibt's ja hier irgendwas. Ich meine, irgendwas muss das hier ja auch zu bedeuten haben, wenn es hier eigentlich irgendwas. Ich sag so viel irgendwas, das ist mir gerade aufgefallen. Wenn es hier was geben sollte. Und hier kein einziger Gegner ist. Und ja, einfach hier so ein Stück Karte frei ist. Das ist doch eigentlich nicht normal. Hier ist zumindest nichts. Aber da ist ja noch so ein kleines Lager. Ich sehe schon, komm, ich bin an irgendwas komplett dran vorbeigerauscht. Das wird wahrscheinlich meine Vermutung einfach mal schon mal sein. Also für die Leute, die schon wissen, wie das Ganze funktioniert, ja, habt Geduld! Ich schaffe das noch! Irgendwie. Bestenfalls. Ist da unten irgendwas? Nein, ne? Nee, ganz normal. Ganz normale Häuschen. Aber hier ist irgendwie. Hier ist so ein leeres Teil. Warum ist das leer? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Aber hier ist nichts. Verdammt. Ah, ist das alles herrlich. Verdammt, ey, das gibt's doch nicht. Ja, einmal rüberspringen. Yeah. Okay. Ja, ich würde da gerne einfach rüber. Kann ich da nicht rüber? Kann ich hier runter? Yeah, hier kann ich runter. Mann, das muss doch einen Trick geben! Verdammt! Oh Mann. Naja. Früher oder später wird mir schon was einfallen. Problem ist, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da irgendwas stand, nur das habe ich nicht so schnell gelesen. Das ist die Sache. Was ist eigentlich? Was? Aha. Und wie kannst du mir helfen? Hier ist auch nichts. Oder wie? Da unten ist nichts. Ja, irgendwo sein kann, dass hier irgendwo so ein Topf steht, den man zerschlagen muss über den gelben Turban oder sowas. Okay, gut. Ich reite einfach nochmal zu dem hin. Vielleicht steht da ja gleich noch irgendwie wieder was. Was ich hier zu tun habe. Ja, laber mich nicht voll. Sag mir lieber, was zu tun ist. Bauers Einheit verlässt Dingenskirche. Ja, das ist aber nicht das, was mich interessiert. Ist mir egal, ob Bauers einer hier irgendwas verlässt.
Da, ich habe was gefunden! Und ich bin so dran. Es war, guck mal, es ist ein Kessel. Es ist sogar markiert auf der Karte, nur ich habe es nicht gesehen. Ha. Jetzt mache ich euch zu Hackfleisch. Muss ich nur noch den anderen da kaputt machen und dann mache ich dich auch platt. Ja, super. Das muss man mir auch mal sagen. Ja, ist mir ganz egal. Oh ne, hier bin ich gar nicht raus. Aber hier. Mensch. Ich muss doch gleich, ich hab gesagt, ich bin dran vorbeigerauscht. Ey, der ist aber stabil, der Kessel. Hallo. Der Kessel geht hier nicht kaputt. Mann, mach doch mal den Kessel kaputt! So. So, jetzt könnt ihr nicht mehr geheilt werden. Euer Zauber ist aufgeflogen. So, mein Freund. Jetzt gibt's Backenfutter, aber richtig. Ich nehme jetzt auch keinen Nerv mehr zu, ey. So, komm. Jetzt mach's gut. So, jetzt gibt's auf den Sack. So. Ach, du bist alt, du hast dein Leben hinter dir. Jo, geschafft. Super! Doch, also hat das irgendwie geklappt. Okay. And now Wu is on the move. Sneaking up while our backs are turned. Okay, was jetzt? Der Erzähler kommt. Thanks to the efforts of Shao Yuan and Zhang He, the lands of Hanzhong now belong to Cao Cao. However, there were three kingdoms vying for control of the land. By attacking one, you merely left yourself open to be attacked by the other. Sensing an opportunity to strike Cao Cao, Wu moved its army north. At Xu's behest, they advanced their forces to Hefei. The bulk of the Wei forces were concentrated in Hanzhong, leaving their defenses in Hefei thin. Amid the commotion within the camp, Cao Cao stood alone, calm and collected as always. He was determined to defend Hefei by any means necessary and would not give it up without a fight. As the Wu army closed in, his blade stood firm, glistening in the sunlight. The Wei ranks were blessed with the presence of Zhang Liao, and the legend which would be told for generations to come was about to begin. Oh yeah, Zhang Liao, die Schlacht von Hefei, geil! Den wollte ich auch schon immer mal spielen, super. Ganz viele Katzen. The Wu forces are relentless. We should hold up and await reinforcements. Unless we strike back, the castle will fall. I, for one, am not afraid to give my life for the good of my kingdom. Wie die Pfeile den nicht treffen. I am Zhang Liao. Who will face me? Oh yeah! Geht los. Super geil. Oh ja, ich finde das so toll. Oh. Kommt her! Boah. So, aber jetzt wollen wir erstmal eben einmal natürlich Fähigkeiten. Genau, hier das eine hatte er nämlich noch nicht. Yay, Galerie. Okay, cool. Genau, mit den Zwillingsäxten hat er diesen Ex-Angriff, also okay, schon mal nicht schlecht. Aber was können wir denn noch mal so ausprobieren? Also eine Hafe habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Ach komm, wir nehmen mal dieses fette Großschwert, diesen Wolftöter. Das ist der Ex-Angriff gewesen. Boah, nicht schlecht. Jetzt! Wrestling, meine Freunde! Oh, ich finde ihn so geil! Mach dich platt, ey! I will destroy you all in the name of my lord. Yeah. If you want these lands, you will have to kill me. Try to finish this. Das macht gerade irgendwie Spaß.
glaube, ihr wisst warum, oder? Schaut euch dieses geile Gemetzel an! Oh yeah! Baby! Da ist noch ein Schwert, das brauche ich! Und jetzt machen wir richtig Krach! Oder auch nicht! Wir nehmen erstmal nochmal die andere. So! Boah, geht mal aus der Sonne, ey! Alter! Boah, heftig. Boah, ich hab jetzt schon 400, ey. Macht's gut! So, jetzt metzeln wir noch die nächsten ab. So, meine Freunde. Wir haben echt ja gar keine Chance, wa? So macht es doch Spaß. Was soll die denn? Scheiß Bogenschützen. Ey, du bist cool, du darfst leben. Astounding! Da ist noch einer! Astounding, machen wir den mal platt jetzt hier! Ja! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Ich finde das geil! Boah, wenn jede Schlacht so aufgebaut wäre, Alter, das wäre der Hammer! Das wäre so der Hammer! So! Das war's fürs Erste. Aber die Schlacht geht mit Sicherheit gleich noch weiter. Ja, cool, oder? Einladebalken. Und danach werde ich den Part auch beenden. Dann sehen wir uns nämlich gleich im zweiten Teil dieser Schlacht. Also sage ich jetzt schon mal, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich fand es auch mal richtig hammer, monatsmäßig geil. Ja, und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Okay, also macht's gut, bis dann, ciao.